Werte Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank nochmal Richtung CDU, dass Sie uns daran erinnert haben, dass Sie sich das hier ausgedacht haben und dass die AfD das lediglich abgeschrieben hat und dass Sie den Anspruch auf diesen Inhalt hier erheben. Das muss man auch nochmal festhalten. Also der Überschrift des Antrags suggeriert ja von vornherein einen sehr fahrlässigen Umgang des Deutschen Bundestags, der dieses Gesetz beschlossen hat mit unserem Staatsangehörigkeitsrecht. Aus Ihrer Sicht ist natürlich jede Form des, und damit meine ich jetzt die AfD als Antragsteller hier, jede Form des Miteinanders mit Menschen anderer Herkunft, die bei uns dauerhaft leben wollen, abzulehnen. Und natürlich direkt Teufelswerk, wenn die auch noch ihre alte Staatsbürgerschaft nicht abgeben brauchen, um die deutsche erwerben zu können. Da könnte es ja irgendwann nicht mehr feststellbar sein, ob sie tatsächlich biodeutsch sind oder eben nicht. Das wäre ja fürchterlich schrecklich. Und Herr Förster hat ja vorhin den Eindruck, was jammeln Sie denn? Sie haben da noch Redezeit. Können da gerne noch hier sprechen, das werden Sie ja sich auch noch mindestens einmal wahrnehmen. Und dieser angemahnte Zeitrahmen, den man benötigt zur Integration. Also da hatten wir gestern hier ja ein schönes Beispiel. Herr Rose hat vorgetragen, wie es den Sinti ergangen ist. Sogar nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges, nach erlittenem Unrecht, nach Verfolgung, Vertreibung, Ermordung, wie lange es gedauert hat, hier in der Bundesrepublik Anerkennung zu finden. Anerkennung für eine Gleichbehandlung. Und das war, fand ich, total erschütternd. Und das sollte uns alle hier und heute auch noch mal echt zu denken geben. Der Minister und ich glaube auch andere haben schon hier ausgeführt, wie viel Prozent unserer Bevölkerung eben keinen deutschen Pass hat. Und auch, dass über 5 Millionen Menschen seit über 10 Jahren bei uns in Deutschland leben. Und ein Grund, warum die noch keinen deutschen Pass hat, hängt bestimmt auch damit zusammen, dass es eben die doppelte Staatsangehörigkeit zu erwerben nicht so ohne weiteres möglich ist. Und wenn das einfacher wäre, dann wären sicherlich von diesen über 5 Millionen, die schon mehr als 10 Jahre hier leben und arbeiten, hätten wesentlich mehr schon die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. Auf kommunaler Ebene haben wir den Menschen, die bei uns wohnen und eben noch keine Bürgerrechte haben, schon einige Rechte eingeräumt, mitzugestalten. Auf Bundesebene ist es nicht möglich, an politischen Entscheidungsprozessen teilhaben zu können. Für Menschen, die keinen deutschen Pass haben, auf kommunaler Ebene geht es im sehr begrenzten Umfang. Ich hatte ja im Zusammenhang mit der Kommunalverfassung schon mal über Einwohner und Einwohnerinnenrechte gesprochen. Übrigens, wir haben in der Bundesrepublik ja über, ich glaube mittlerweile sind es fast 24 Millionen Menschen, die einen Migrationshintergrund haben. Und das sind mehr als jeder Vierte. Und ich kann sagen, also ich bin heilfroh für unser Rentensystem, dass das so ist. Sonst wäre das schon längst zusammengebrochen. Und allein diese Zahl zeigt die Perversion der sogenannten Reintegrationsfantasien von Rechtsextremisten der AfD und anderer. Herr Kramer hat heute Morgen unterstellt, dass Remigration, die Sie ja seit jeher verfolgen, haben wir ja gehört, genau das ist, was die Bundesregierung beschlossen hätte. So ein Unsinn. Wie hat denn die Jury, die das Unwort des Jahres kürt, begründet, warum es diesen Begriff als infrage kommend betrachtet. Sie hat gesagt, das Wort ist in der identitären Bewegung, in rechten Parteien und weiteren rechten bis rechtsextremistischen Gruppierungen zu einem Euphemismus für die Forderung nach Zwangsausweisung bis hin zu Massendeportation von Menschen mit Migrationsgeschichte geworden. Ich weiß nicht, wem Herr Kramer hier ein X für ein U vormachen will. Wir haben hier in Deutschland eine sehr geringe Einbürgerungsrate, das ist auch schon gesagt worden. Frau von Alvörn sprach in diesem Zusammenhang ja damit, dass wenn wir die erhöhen würden, wir Probleme aus unseren Nachbarstaaten praktisch importieren würden. Aber ich denke mal, da hat Frau Ulrich hier einen wesentlich
besseren Blick auf die Vorlage gemacht. Also, um das mal zusammenzufassen, von Verramschen kann überhaupt nicht die Rede sein. Ich brauche auch nicht nochmal wiederholen, was die Menschen hier vorweisen müssen, um diese Anerkennung zu erhalten. Die AfD sagt ja sowieso, die lügen doch alle. Also von daher ist es auch nicht der Rede wert, das nochmal zu wiederholen. Der Bundestag hat bereits beschlossen, nein, wir werden dem Antrag der AfD nicht zustimmen. Er reiht sich aus unserer Sicht ein in eine Endlosschleife zu Papier gebrachter, diskriminierender, menschenverächtlich machender Ansinnen, die wir aus tiefster Überzeugung ablehnen. Vielen Dank.